Profitänzer Christian Polanz verließ die sechste Let's Dance Entscheidungsshow mit gemischten Gefühlen. Als nervliches Ungetüm bezeichnete Profitänzer Christian Polanz, 44, seinen Auftritt mit Sharon Battiste, 31, in der sechsten Entscheidungsshow bei Let's Dance. Das Paar stürzte von 28 Punkten in der Vorwoche um 9 Zähler auf nur noch 19 Punkte für den Quickstep ab. Let's Dance, für Sharon Battiste lief es nicht gut. Besonders bitter. Anna Ermakova, 22, und Valentin Lusin, 35. Mit denen das Paar 7 Tage zuvor noch gleichauf gelegen hatte, präsentierte am selben Abend ebenfalls den Quickstep, nahm für ihren allerdings die Höchstpunktzahl von 30 Punkten mit nach Hause. Let's Dance, Christian Polanz ist froh über Sharons Weiterkommen. Es gibt Shows, das hast du das Gefühl, dass dir alles entgleitet, so Polanz direkt nach der Sendung im Interview mit RTL. Beinahe hätte er sich gemeinsam mit Battiste von der 16. Staffel, Let's Dance, verabschieden müssen. Am Ende traf es allerdings Sally Özcan, 34, und Massimo Sinato, 35, hätte Sharon die Show so verlassen müssen, wäre das eine Katastrophe gewesen, stellte der erfahrene Profitänzer außerdem fest. Sie hat hier noch ganz viel zu zeigen, was diesem Quickstep und der Bewertung nicht gerecht wird. Let's Dance, Sharon Battiste und Christian Polanz sind kein Freund des Partnertauschs. Zumindest in der kommenden Woche wird Polanz die RTL Bachelorette nicht beim Weiterkommen unterstützen können. Erstmals in der Let's Dance Geschichte werden in Show 7 die Tanzpartner gewechselt. Es ist ein harter Brocken, der dann auf uns zukommt. Es ist nicht so spontan wie bei uns vor 3 Wochen wegen Krankheit oder Verletzung. So spontan, das ist schon heavy, kritisierte der Tänzer. Auch Battiste zeigte sich wenig erfreut über die Entscheidung des Senders. Das ist scheiße, machte sie ihrem Ärger Luft. Schließlich gehe man den Weg bei Let's Dance gemeinsam mit seinem festen Tanzpartner.